Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kam ich nach Hause und ich hatte zwei Pakete vor meiner Tür stehen. Die werde ich euch zeigen, aber in zwei separaten Videos, weil ich denke, dass das relativ lang wird. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, hier habe ich das erste Paket, was ich bekommen habe. Ich habe den Deckel mal ganz frech entfernt und dann kann ich das nämlich auch besser auspacken. Und ja, jetzt schauen wir mal zusammen rein. Also, als erstes ist mir nämlich direkt eine Karte in die Hände gefallen und die habe ich mir schon durchgelesen und die darf ich auch vorlesen. Liebe Claudi, ich weiß, dass dieses Paket kein Muss ist und du eventuell denken wirst, sie ist verrückt. Ja, das habe ich. Und das habe ich ihr auch geschrieben. Ja. Ja, so sind wir im Ruhrpott. Oder deine Zuschauer. Haha. Ich sammle schon länger für dich hier etwas zusammen. Dass es zu deinem Geburtstag sein wird, war nicht geplant. Ich finde dich einfach so sympathisch und in meinen grauen Alltag bringst du etwas Farbe, Lebensenergie und Freude zurück. Deswegen ein fettes Danke. Es ist so schön, dass es solche Menschen wie dich gibt. Ich glaube, du steckst einige mit deiner positiven Art und Weise an und berührst deswegen so viele Zuschauer. Bleib so wie du bist. Lieben Gruß, Bunny Harmony. Ja, du darfst. Also hier steht, ich darf es vorlesen. PS, es sind nicht nur Beauty-Gedöns dabei. Ich bin gespannt. Also die Karte finde ich schon mal mega schön mit den Flamingos. Es ist echt hübsch. Und ich habe Bunny schon geschrieben, dass sie verrückt ist. Und ich werde es in diesem Video auch noch mehrfach sagen. Weil als ich die beiden Pakete draußen habe stehen sehen, ich musste erstmal heulen. Ne? Deswegen, ich sehe auch ein bisschen fuddelig aus. Dann habe ich mir gedacht, das möchte ich auf jeden Fall mit euch zusammen aufmachen. Und ich laber und laber und jetzt legen wir mal los. So, als erstes habe ich hier noch eine Karte drin und sie ist unheimlich süß, denn sie ist mit Pinguin. Ist das nicht niedlich? Oh, ich finde die Karte richtig geil. Und was macht die Diät? Psst. Das ist so süß, oder? Ich finde es großartig. Liebe Claudi, zum 30. Geburtstag schicke ich all meine guten Wünsche und Gedanken, habe Spaß und fühle Freiheit ohne innerliche Schrauben. Suche dein Abenteuerland und hast du es gefunden, mach es wie Peter Pan und erlebe dort tolle Stunden. Mann. PS, sorry für die Rechtschreibung. Bunny, scheiß auf die Rechtschreibung. Es ist doch mega von Herzen. Och Mann, ich finde es total schön. Es ist so herzlich und es ist süß und es sind Pinguine. Ja, gut. Erstmal, ja, du hast mir was gegen Tränen beigelegt, ich sehe das. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Also kleine Bäume, vielleicht Bambus oder Blumen. Na gut, Gras. Gras geht. Das hatte ich schon mal als Spruch drauf auf so einer Karte und ich finde die Karte auch so geil. Also richtig süß, dass es sowas gibt, ne? Dann hast du mir noch zwei Tempos von Minimaus reingelegt. Und das ist doch mal niedlich hoch 5000. Also Tempopackungen oder Taschentücherpackungen gehen immer. Nature's Beauty. Oh, guck mal. Mit einem Fuchs drauf. Das ist ein richtiges Tempo. Auch super, diese kleine Größe. Und ach Mensch. Du hast mir so viele Tempos reingepackt. Du hast wohl dran damit gerechnet, dass es mich rührt, ne? Unfassbar. Ja, da ist ja ein Waschbär drauf. Auch total süß. Waschbären sind niedlich. Wenn das Leben dich nervt, streu Glitzer drauf. Ja, das sollte man tatsächlich ab und an mal machen, ne? So, dann hast du mir hier ganz, ganz, ganz viele eingepackte Päckchen reingepackt. Und hier ist überall diese 30 mit drin. Ne? Dass ich auch bloß mich dran erinnere, wie alt ich geworden bin. So. Für mehr Durchblick im Leben, hat sie hier drauf geschrieben. Mann, ey. Das ist auch alles irgendwie so schön bunt und glitzernd und mit Washi-Tape und... Bunny, Bunny, Bunny. Echt. Momente der Freude verleihen der Seele Flügel. Oh, guck mal. Und das ist sehr, sehr praktisch, denn ich bin tatsächlich Brillenträgerin. Und damit kannst du entweder die Brille sauber machen oder die Kamera oder das Handy oder so. Das in der Handtasche ist doch mega schön, ne? Schmetterling und diese Rosen. Ich glaube, das sind normale Rosen, das sind keine Pfingstrosen. Ja, schön. Ach Mensch.
Danke. Kopf zurück und entspannen. Ey. Da habe ich ein ganzes Maskenpaket drin. Glow Face Mask mit Goji-Beere. Oh, schön. Elkos Face klärende Reinigungsmaske für Mischhaut und unreine Haut. Ach super, die kann ich theoretisch heute mal benutzen, ne? Würde mal Sinn ergeben bei meiner aktuell echt unreinen Haut. Disney-Maske, die finde ich auch total großartig. Mit frischer Kick für deine Haut belebende Tuchmaske. Und auch da ist Minnie Maus drauf. Mega. Polish Face Mask Honey. Das ist eine Peeling-Gesichtsmaske, glaube ich. Und von Balea eine straffende Hydrogel-Gesichtsmaske. Oh, mega cool. Das war so eine Limited Edition, ne? Die hatte ich auch mal. Richtig toll. Mega. Das ist mit so einem Spitzenmuster. Das ist cool. Danke, Bunny. Für den perfekten, natürlichen Look. Auch das ist auch wieder so ein schönes Tütchen. Meine Herren. Dein Ernst? Das ist eine Palette. Ich habe davor gestanden. Och, meine Güte, Wanni. Superbia Volume 1 Warm Copper Eyeshadow Edition. Wanni, du ahnst nicht, wie oft ich die in meinem Warenkorb hatte. Bronze Upon a Dream. Dann habe ich mir gedacht, nee, Claudi, du hast doch genug. Aber wie geil ist das? Das sind richtig schöne Bronze-Töne und ich fand diese Fännchenform so interessant, ne? Richtig geil. Oh, die sind so schön. Die fühlen sich echt schön an. Ich habe jetzt hier einfach mal 4. Siehst du hier die Fingerswatches? Dann swatche ich die mal hier auf meinem Arm. Oh, Baby! Dankeschön. Oh, jetzt bin ich ganz... Danke. Unfassbar, echt. Warm Copper Eyeshadow Edition. Bronze Upon a Dream. Neue Ideen, schnelle Einfälle. Was ist das? Also, ne? Und da sind halt so Notizzettel drin. Wie geil ist das denn bitte? Oh. Guckt euch das mal an. Das ist ein Toaster. Und da ist ein Anspitzer mit dran. Hier ist ein Anspitzer. Das hier oben sind Notizzettel in Toastform. Das ist herrlich. Oh, ich finde es richtig geil. Boah, ist das geil. Ein No-Tester. Ein No-Tester. Du bist echt geil. Das ist super witzig. Dankeschön. Das ist so geil. Wenn du wüsstest, wie unser Küchenradio aussieht, es passt einfach perfekt dazu, ne? Ja, ne? So geil. Ein No-Tester. No-Tester. Guck mal. Und das ist sogar magnetisch. Da könntest du dann die Büroklammern dran machen. Und man kann da auch ein Handy reinstecken. So geil. Das ist total super. Was zum Teufel, echt. Du möchtest im Büro einmal gehörig Eindruck schinden. Mit dem ultimativen Office-Toaster hast du alles, was du dafür brauchst. Im Toaster stecken 2 appetitliche Memo-Pads. An der magnetischen Front hast du deine Büroklammern immer in Reichweite. Mit dem Spitzer hältst du deine Bleistifte immer einsatzbereit, falls der Chef vorbeikommt. Und wenn der nicht in Sichtweite ist, kannst du dein Handy zum Aufladen, ach, in den Slot stecken. Cooler geht's nicht. Wie zum Aufladen. Ach, guck mal. Und dann kannst du unten drunter einfach das Kabel durchstecken und steckst es dann quasi ins Handy rein und kannst es dann hier an der Führungsschiene an der Seite vorbeileiten. Das ist so geil. Wo zum Teufel gibt es so geile Sachen? Das ist ja witzig.
witzig echt. Ich glaube, das stelle ich mir echt ins Büro. Dann erklären die mich aber, glaube ich, mittlerweile für vollkommen verrückt. Das ist so geil. Etwas Beruhigendes. Ich mag die Klänge. Okay. Dann lassen wir uns mal etwas beruhigen. Das brauche ich auch. Also ich bin ja wirklich, ich meine, das merkt man ja vielleicht. Ups. Merkt man ja vielleicht auch, dass ich halt schon so ein Mensch bin. Ich bin immer irgendwie am Machen. Es ist selten, dass ich mal zur Ruhe komme, dass ich mir mal ein bisschen einen Zeitpunkt gönne, wo ich sage, okay, nee, jetzt machst du einfach mal nichts. Jetzt versuchst du mal so ein bisschen dich zu langweilen. Kann ich nicht. Oh, Deko-Hänger, Blume des Lebens. Boah, ist das schön. Boah, ist das schön. Ich wünsche dir viele Augenblicke der Gelassenheit, Vertrauen in dich selbst und Zuversicht. Ach Quatsch. Also ich habe hier so ein Schächtelchen drin. Das kann ich aufmachen. Und dann so Kärtchen mit dabei. Oh, das ist ja schön. Ja. Ein Kärtchen. Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist das der Glaube an die eigene Kraft. Tiefgründig. Ach, schön. Boah, ist das schön. Das mag ich. Das mag ich gerne leiden. Guck mal, wie schön, oder? Ich weiß nicht, wie man das am besten sehen kann. Hier unten hast du so eine, so eine reflektierende Kugel dran und dann auch so bunte Kugeln oben und unten. Und in der Mitte dieses Mandala. Das ist ja echt schön, ne? Oh, das ist richtig schön. Danke, Vanni. Das ist echt toll. Das bekommt irgendwo bei uns in der Wohnung einen Ehrenplatz. Ich weiß noch nicht, wo. Es muss einfach der perfekte Platz auch sein. Und hier ist es halt nochmal schön in der Verpackung auch drin, ne? Meine Güte, du hast echt tolle Ideen. Puh, puh, puh. Für die Geschmacksnerven. Okay. Oh, ne. Sowas gibt es Bubblegum-Style-Limonade ohne Koffein und Taurin. Okay, don't chew, just drink. Erfrischungsgetränk mit dem Geschmack nach fruchtigem Kaugummi. Wie geil ist das denn? Das erinnert mich an dieses Eis, dieses Bum-Bum-Eis. Kennt ihr das? Gibt es, glaube ich, immer noch zu kaufen. So. Das wird jetzt gleich, glaube ich, echt explodieren, ne? Macht ihr das auch immer, wenn ihr Dosen habt, dass ihr hier oben drauf klöppelt, damit da nicht euch das ganze Kram entgegenkommt? Steht echt unter Druck, glaube ich. Oh, es riecht genauso wie das Eis. Prost, Vanni, auf dich. Vielen, vielen Dank. Du bist echt ein Herzensmensch. Boah, schmeckt das lecker. Quietsch, süß, aber ich liebe es. Richtig geil. Boah. Mm. Dann hat sie hier geschrieben, du hast noch nicht genug. Es fühlt sich nach einem Duschgel an. Davon habe ich nie genug, Vanni. Diese Art Edition, da bin ich auch drum zugestiefelt und habe sie nicht mitgenommen. Du hast echt coole LEs hier mit reingepackt. Uff. Und das nenne ich auch mal safe zugeklebt hier mit Luftpolsterfolie und kilometerlangem Washi-Tape. Richtig geil. Duschgel Art Edition mit exotisch süßem Duft. Oh. Mhm. Exotisch süßer Duft. Ich hatte nur so frische Düfte da überall gesehen und habe mir gedacht, nee, das ist nicht unbedingt was für mich. Aber wenn das mit süßem Duft ist, dann ist das meins. Oh, das riecht genauso wie dieses Getränk. Genau. Oh. Richtig süß nach Erdbeere. Oh, nom. Exotisch süßer Duft. Danke, das ist geil. Punkt, Punkt, Punkt. Am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Kaffee? Ich weiß es nicht. Nee. Es ist Einhorntee. Geschmacksrichtung Zuckerwatte. Ja. Mhm, mhm. Richtig geil. Dass es sowas gibt. Einhorntee mit Geschmacksrichtung Zuckerwatte. Oh, das riecht auch schön süß. Oh.
Das ist so ein richtig schöner, abends kuschelig auf der Couch liegen Tee. Oh, geil. Danke, Bunny. Geschmacksrichtung Zucker. Warte, was ist denn da drin? Apfel, Hibiskus, Hagebutte, Marshmallows. Oh. Dankeschön. Richtig, richtig cool. Und ich, Kaffee-Junkie, direkt alles, was mit morgens zu tun hat, Kaffee, könnten Kaffeebohnen sein. Dann habe ich hier für die Gartenfee, und guckt euch bitte mal dieses Geschenkpapier an, ne? Als wären das Bananenblätter, die da so drum zu sind. Das will man gar nicht kaputt machen. Mega. Wenn meine Seele Urlaub braucht, gehe ich in meinen Garten. Mit blühender Fantasie, Geschichten aus dem Garten. Ach, wie cool. Das ist ein Buch, das kann ich dann super, wenn ich in der Hängematte chille, wenn ich es mal hinkriege zu chillen, lesen. Mega. Ich habe nachgemessen, du bist großartig. Oh. Hier, das ist so ein Lesezeichen. Das ist doch süß, oder? Meine Herren. Meine Herren. Und das ist jetzt das Geilste. Der Geruch von frischen Büchern, ne? So dieses Druckerschwärze und so, da stehe ich ja drauf. Ach, wie geil. Hast du einen Garten und eine Bibliothek, dann hast du alles, was du brauchst. Habe ich. Richtig geil. Willkommen im Garten. Eine kleine Auszeit vom Alltag mit ausgewählten literarischen Geschichten von Johann Wolfgang von Goethe. Oh, schön. Über Hermann Hesse bis Oscar Wilde. Cool. Sich einfach mal zurücklehnen und vom Duft der Blüten verzaubern lassen. Boah, Wanni, geil. Danke. Richtig cool. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich mal ein Buch gekriegt habe, wo ich gesagt habe, ja, geil. Ist echt schon länger her. Das ist echt geil. Elizabeth. Und ihr Garten. Ach, guck dir das an. Da sind auch schöne Illustrationen drin. Das ist echt so schön gestaltet. Boah, danke, Wanni. Immer ein Spruch auf Lager. Auch das ist eine schöne Verpackung. Dieses lilane. Magnete-Set Sprüche sechsteilig. Ja, wie witzig. Richtig cool. Ich habe tatsächlich so eine Magnetpinnwand, da kann ich die auch drauf machen. Einige Königinnen können kochen, andere backen. Ich kann essen. Ich bin ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Das finde ich gut. Das finde ich richtig geil. Raupe sollte man sein. Essen und schlafen. Essen und schlafen. Zack, hübsch. Ja, ich wäre auch gerne Raupe. Wenn ich die Schokolade vorher wiege, ist das dann eine ausgewogene Ernährung. Okay, eigentlich hatte ich heute viel vor. Jetzt habe ich morgen viel vor. Das passt so gut, echt. Natürlich ernähre ich mich bewusst. Bewusstlos kann ich nicht essen. Du hast zwar recht, aber meine Meinung ist besser. Ja, geil. Oh, wie geil. Boah, Wanni. Echt, du hast so geile Produkte gefunden und gesucht und ausgesucht. Und die passen einfach so gut. Und das sind echt, ach Mensch, die sind ganz schön groß, ne? Wie geil. Ich habe auch auf der Arbeit hinter mir eine riesengroße Magnetwand. Vielleicht nehme ich die sogar mit auf die Arbeit. Mega. Und jetzt habe ich hier noch ein letztes. Leider. Schon das letzte, aber es sind richtig geile Geburtstagsgeschenke. Schlafprobleme. Und dann sind da so Federn drauf. Oh Mensch, Wanni. Wanni, Wanni, Wanni. Oh nein! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Sailor Moon liebe? Oh, da wird Sammy sich ganz schön erschrecken, wenn Frauchen das aufhat, ne? Boah, mega geil, oder? Voll flüschig. Plüschig und flauschig. Ja, kann man flüschig nennen, oder? Ich find's flüschig. Mega. Oh, Wanni. Süß. Liebe, liebe Wanni. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Es ist so ein mega schönes Geburtstagsgeschenk. Du hast mich super, super glücklich gemacht. Du hast mir richtig, richtig tolle Sachen geschickt. Wie du selber schon geschrieben hast, es hätte nicht sein müssen. Alter Schwede, echt. Ja, ich bin baff, ich bin sprachlos und ich bedanke mich von ganzem Herzen. Danke, du verrückte Nudel, du. Ich weiß auch gar nicht, wie genau ich dieses Video beenden soll.
Ich mach's einfach ganz klassisch, okay? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasst mir bzw. dem Video doch sehr, sehr gerne einfach mal einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Vor allem dir, liebe Vanni, du bist ein mega geiler Herzensmensch. Ja, fühlt euch einfach ganz doll gedrückt von mir. Ich weiß gar nicht, was ich euch hier so um mich herum verlinken soll. Ich verlinke euch hier einfach mal meinen neuesten Upload und noch ein Video. Und hier kannst du mich, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Unfassbar, wie geil meine Community ist. Ihr seid so toll. Echt. Das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.